Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blood & Brain Digital und Slay the Spire. Unser Ziel war es ja im Moment, oder ist es ja im Moment, auch die dritte Klasse freizuspielen. Danach werde ich wahrscheinlich erstmal kurz mit Slay the Spire, meine Güte. Pausieren. Es gibt jetzt ein paar andere Sachen, die ich dann auch gerne nochmal ein bisschen langfristiger testen würde und sowas. Und also wir werden auf jeden Fall zurückkommen zu Slay the Spire, weil es macht halt schon Spaß. Ist ein gutes Spiel, schönes Konzept so. Ja, aber es gibt halt noch andere Sachen. So. Und na, gucken wir erstmal hier, wie weit wir mit unserer Stille jetzt kommen. Im Grunde müssten wir ja... Ah ja, stimmt ja. Wir können ein Relikt wählen, ne? Was hatten wir denn da genommen? Ich glaube, es war... Nee. Gold hat sich auch als interessant rausgestellt. Ich glaube, es war das hier. Den schwarzen Stern, ne? Da, den... Schwarzer Stern. Hm. Okay, jetzt sind wir ja in der Stadt. Akt 2. Akt 2. Okay, wo... Was wäre am sinnigsten? Hier sind überall nur Gegner gegen Gegner. Überraschung. Schatzhändler, ne? Ja. Hier gibt es also weitere Relikte. Und durch unseren schwarzen Stern kriegen wir hier jetzt 2 Relikte, ne? Ist auch nicht schlecht. Aber hier ist auch nirgends so ein Händler, ne? Aber wir gehen... Wie viel Gold habe ich? 200, das lohnt nicht, ne? Was hier? Stärke, Stärke, Stärke. Block. Wir gehen erstmal. Genau, wir gehen hier lang. So, erstmal gucken, was hier los ist. Okay. Was kannst du Feines? Warte mal. Blocke zu Beginn des Zuges nicht entfernt. Okay. Wehrt 3 Debuffs ab. Ach, wegen seinem Artefakt, ne? 3 Debuffs. Das ist natürlich bei so einem Gift, Hannes, gar nicht mal so gut. Lass uns mal nachdenken. Okay. Im nächsten Zug hatte ich 2 davon. Das ist auch nicht schlecht. Wende 5 Gift an. Wir probieren erstmal das aus. Das dürfte er ja blocken, ne, oder? Naja. Ja, genau. Ich hoffe, dass das füllt sich nicht immer wieder auf jede Runde. aber wir müssen das so oder so raushauen, also was soll's. Ja, von der Regel. So. Das erscheint mir sinnvoll. Super. Ja, ich hätte jetzt noch. Na egal. So, jetzt. Blockt er, naja. Puh, 62. 10 Angriffe. Fieg 5 Schaden hier. Zack. Schon gut. Ja, den Schwach, den schluckt er ja halt, ne? So ist das ja. Das ist eine Macht, das ist eine Macht. Ich sollte auf jeden Fall die Mächte spielen. Genau, zack und zack. Extra Attacken und sowas ist schon nicht verkehrt. Dann kriegt er den noch. Und den noch. So, mal gucken. Jetzt wird er uns ja eine reinhauen hier. Aber jetzt dürfte er halt nichts mehr blocken, ne? Och, 20, ey. Okay. Messer. Zack. So. Erstmal die Nuller raushauen hier. Sind wir geschwächt? Ja, wir sind geschwächt. Okay. Er hatte 3 Block. Nehmen wir. Und wirf eine Karte ab. Er hatte 3 Block und ziehe 2 Karten. Das machen wir auch. Guck, was haben wir hier? 3, 6, ich könnte nochmal 6 Block raus, habe ich 12. Ja, komm. Machen wir. Okay. Also, ich denke mal, er springt immer zwischen 10 und so hin und her, naja. 10 und 20 Schaden wahrscheinlich obenbei. Ist mal das Messer. So. Jetzt wird das wieder 10 reindrücken gleich, ne?
Ja, wir müssen ein bisschen auf unsere Lebenspunkte achten hier bei dem Hannes. Und wir müssen den auf jeden Fall vollstopfen mit Schwächezauber. Na, siehst du? 10 und dann 20, ja. Das ist schon mal gut. Dann halte ich 3 Block. Ist auch schon mal gut. Kriegt ihr das Messer? So. Immer wenn ein Angriff ungeblockten Schaden zufügt, wenn da ein Gift an. Ja, der ist ja. Das bringt ja jetzt bei dem jetzt leider nichts. Also hauen wir einfach so drauf. Ist schon okay. Kriegen wir ein bisschen Schaden wieder. Schwach Ende, das ist okay. So. Ah, wär ich nicht schwach, ne? Hier, gebrechlich, meine ich. Wäre ich nicht gebrechlich, ey. Wir machen das. Und dann krieg ich dir nochmal den. Nochmal verteidigen. Ach komm, nochmal Gift. So, zu beenden. Das müsste ich jetzt gleich erledigt haben. Hoffe ich. Zack. 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 Sechs Block. Was ist denn, wenn ich keine Karte abwerfen kann? Das probieren wir mal aus. So. So. Ach ja, ja, warte mal, die müssen mal ein Deck jetzt, oder? Nee. Haha. Ob das so gedacht ist? Das ist eine gute Frage, ne? Ist das so gedacht? Ich konnte ja jetzt keine Karte abwerfen, ne? Gute Frage. Weil damit sind die Kosten für die Karte ja blüpp. Also die, ne? Interessant. Eine verbesserte Karte, warum ist das so? Nee, warum? Ist vielleicht wohl einfach so, okay, bei einem der Updates. Angeboren. Begrenzungskarte dieser Karte auf deiner Hand. Achso, wow. Alle Gegner verlieren einen Zug lang 6 Stärke. Das ist auch gut. Und er hat 8 Box 2. Ist auch super. Ist halt verbesserter Salto, naja. Aber der 11 Schaden? Ich starte immer mit der Karte auf der Hand. Und dann ist sie halt nur einmal einsetzbar. Also ich muss sie im Grunde in der ersten Runde raushauen. Das kann gut sein. Kann aber auch, ja, mehr oder weniger verschwendet sein, ne? Ja, das ist aber auch gut. Alle Gegner verlieren einen Zug lang 6 Stärke. Das ist Einzelziele, Masse. Blocken. Boah, schwere Entscheidung, ne? Ich meine, Stärke. Aber das ist halt. Ach, komm, wir nehmen das. Wir nehmen das. Dann nehmen wir hier mal die Überraschung. Tolle Überraschung. Danke. Okay. Jetzt sollten wir das machen. So. Panzerrüstung, ne? Erhält 14 Block am Ende des eigenen Zuges. Die Verluste mit dem. Oh, ernsthaft? Scheiße, was? Der hat immer. Nicht wirklich, oder? Und dann. So. So, zack. Das heißt also, der regeneriert seine Rüstung jede Runde wieder, ne? Wenn ich das richtig verstehe? Oh, oh, verdammt. Mal gucken. Das ist gar nicht so cool jetzt. Macht. Zack. Was haben wir hier noch? Tödliches Gift. Da hätte ich auch lieber den spielen sollen, aber ja. Ja,
Das wird, glaube ich, nicht so gut ausgehen gerade. Oder? Ah, ist schwer zu sagen. Mal gucken. Erstmal messern wir den hier. Zack, zack, zack. Dann. Da hätten wir das auch mal so. Erst das, denn das. Na egal. Hat 7 Schaden weg, ja. So. Oh. Hier. Zack, den nochmal oben drauf. Ein bisschen Block müssen wir abfangen. Yes. Wir können es nicht einfach alles so nehmen. Da haben unsere Tränke. Oh, verdammt. Völlig verpeilt, ey. Oh, schon vergessen. Die Tränke doch. Ich vergesse die immer wieder, ne? Trinken. So. Dann. So. Das ist halt eine gute Karte. Aber hier haben die Gegner alle irgendwie Block, Block, Block und sowas. Das ist halt nicht so cool. Wir fangen das ab, wir fangen das ab. Das ist gut, das ist gut. Wir hauen den trotzdem mal raus. Mal gucken. Tödliches Gift, finde 5 Gift an. Das ist gut. Wir hauen den trotzdem raus. Den nehmen wir. Und wir hauen hier nochmal den um die Ohren. So. Mal gucken. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Geht so, ne? Zack. 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 Damit können wir auf jeden Fall den abfangen. Das sieht gut aus. Wir könnten diesen Kampf dann nochmal überleben. Mal gucken. Was machen wir? Erstmal hier so. Dann so. So. Und zack. Tot. Läuft, läuft gut. Ja. Oh, neuer Block dran. Gut, dass wir gerade den Platz gemacht haben. Weißt du, wenn die 99 verwundbaren erschöpft. Was? 99 verwundbaren? Was zur Hölle ist das denn? Okay, ist Kombo-Kram. Terror. Wenn die 99 verwundbaren. Gegen Boss. Nehmen wir mit. Wenn wir zum Boss kommen. Gucken wir mal. Jetzt ist mal hier weitermachen. Oh. Das wird nicht gut ausgehen. 27. Mal nachdenken. Vielleicht. Auf jeden Fall den. 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 Aber wir müssen irgendwie. Block. Solange wir halt noch nicht völlig. Mal gucken. 99 verwundbar. Irre. Das wird aber nicht gut ausgehen, schätze ich. Das wird nicht gut ausgehen. Aber mal gucken. Das heißt vielleicht ein bisschen falsch überlegt, aber egal. Wir machen das Beste daraus. Wir machen das Beste daraus. Wo sind meine Giftkarten? Ah, das ist. Jetzt ärgere ich mich, dass ich vorhin dieses Massenvernichtungsding nicht mitgenommen habe da. Ne? Alle kriegen 6 schwach und so. Na gut, erstmal die Nuller verteilen hier. Gucken, der ist so gut wie down. Tödliches Gift. Der hat noch Weißerin abgekriegt. Jetzt kann ich zum Beispiel Klinge vergiften. Ja, es ist. Ach. Ob das so schlau war jetzt? Ne. Ich hätte den Blocktrank. Der Scheißtrank. Egal.
Irgendwann werde ich es mir merken. Naja, gut. Wir wissen zumindest, dass in der Stadt viel geblockter Kram umher ist. Also brauchen wir eigentlich. Im Grunde müssten wir uns denn also in der ersten Etage im Dungeon da schon Blockbrecher und so recht gestört. Was? Ah, das ist der neue Charakter. Okay. Ja, der sieht ja lustig aus. Freischaltung übrig, 5. Okay. Gucken wir mal kurz, was ist es denn? Standard. Da, was? Das Defekte. Ein Kampfautomaton, der Selbstbewusstsein erlangte. Manipuliert Orbs mit Hilfe vorzeitiger Technologie. Okay. Was ist denn gesprungener Kern? Erschaffe zu Beginn des Kampfes einen Blitz. 5 verbleibende Freischaltungen. 0,300 zur nächsten Freischaltung. 78? 71. Achso. Aha. Naja gut, dann werden wir nächstes Mal hier mit dem Defekten hier mal ausprobieren. Ja gut, vielleicht machen wir dann einfach mal zwischendurch nochmal so, nochmal rückblickend halt nochmal mit jedem Charakter einen Run oder sowas. Oder vielleicht auch einfach mal hier täglich Aufstieg. Das ist ja auch noch da halt, ne? Ja, also Slayer Spire wird uns nicht verlassen. So ist das nicht. Wir werden immer wieder hier zurückkehren, denke ich mal. Vor allen Dingen, da es auch immer geupdatet wird. Die haben ja, glaube ich, sogar so einen wochenlichen Rhythmus drin. Jede Woche oder jede zweite Woche kommt ein Update mit neuen Inhalten. Das ist schon nicht schlecht. Also, die Entwickler stehen hinter ihrem Spiel. Das finde ich sehr gut. Es macht Spaß. Es ist schön gezeichnet. Es ist relativ leicht zu lernen. Wahrscheinlich für Leute, die TCGs spielen, schneller zu lernen, als für Leute, die halt noch nie irgendwie so ein Trading Card Game oder so gespielt haben. Aber es ist halt echt, echt schön gemacht. Allein schon, dass man innerhalb des Spiels auf den Karten direkt sehen kann, was machen diese Effekte. Dass das alles angezeigt wird. Und dass du auch in dein Deck gucken kannst, um dann nachzuschauen, welche Karten habe ich, was machen die, lalala. Also es ist schon sehr Einsteiger- bzw. benutzerfreundlich. Ja. Dann würde ich sagen, oder Patch Notes, öffnet er dann die Steam? Achso. Na, hier seht ihr das ja, genau. Hier. Was haben wir denn? 19.07. 12.07. 5.07. 28.06. 21.06. Gleich mehrmals sogar. 21.06. 14.06. 14.06. Also, sie machen sehr oft Updates und Bugfixes, neuer Content. Hier, Special Seeds. Ja, Seeds haben wir noch gar nicht behandelt, das Thema. Das könnten wir auch nächstes Mal machen. Wir können einfach mal so. Das wäre auch noch was, womit wir bei Blood and Brain Digital das Spiel so ein bisschen langfristig am Laufen halten können, indem wir einfach mal die schrägsten Seeds ausprobieren. Irgendwie Namen wie keine Ahnung, Voodoo Heads, Totenstadt, Blood and Brain. Ja, was für ein Seed mag bei Blood and Brain kommen? Das könnten wir auch mal ausprobieren. Ja, also es bietet noch genug Content und Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren. Ja. So verbleiben wir denn erstmal und ich würde sagen, reingehauen bis zum nächsten Mal.